Carola von Seckendorf, die ist Theaterregisseurin in Münster und sie hat sich schon öfter mal mit dem Thema Frauen und auch den verschiedenen Mutterrollen auseinandergesetzt. Jetzt aber wollte sie mal die andere Seite hören. Was fühlen, denken, sagen denn heutzutage Väter über ihr Vätersein? Also hat die Regisseurin kurzerhand ihre männlichen Schauspielkollegen mal zum Interview gebeten. Und ganz viel Überraschendes, Privates, viel Trauriges, viel über Schmerz und Enttäuschung hat sie alles erzählt bekommen. Ja, und als Regisseurin hat sie nun daraus ein Vatertag-Theaterstück gemacht. Weil ich dein Vater bin. Das hast du nicht von mir. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Denkst du, das Geld wächst auf den Bäumen? Das nennst du einen Haarschnitt? Solange du die Füße unter meinem Tisch... Es war überhaupt nicht schwierig, die Väter zu interviewen. Ich habe da ganz viel erzählt bekommen. Es gab viele Überraschungen über die Menschen, die ich meinte zu kennen und dann etwas aus der Geschichte zu hören. Ich habe nicht verloren, ich habe dich gewinnen lassen. Ich sag's dir nicht nochmal. Man muss sagen, leider war es bei den meisten so, dass wir alle irgendwie eine strenge Vaterfigur hatten. Das ist natürlich dann, wenn man selber Vater ist, insofern ein bisschen problematisch, wenn man sagt, man hat nur die Möglichkeit, sich vorzunehmen, nicht so zu sein wie sein Vater. Also, dass man feststellt, hoppla, diesen Satz habe ich auch schon gesagt zu meiner Tochter. Und ich habe immer gedacht, na, so bin ich auf keinen Fall. So würde ich mich nie verhalten. Und dann merke ich, nee, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das genauso schon gemacht. Da ist viel drin von dem, was ich erzählt habe oder was meine Geschichte ist oder die Geschichte meines Vaters oder die Geschichte meines Sohnes. Natürlich nicht alles, was ich erzählt habe, das ist ja klar. Und das Schöne ist ja, dass ich das Wenigste davon selber erzähle. So, das erzählen ja oft in den meisten Fällen die Kollegen. Und das ist das Besondere auch an diesem ganzen Projekt, dass man dadurch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge kriegt. Das möchte ich allen jungen Vätern sagen. Das ist nicht romantisch. Familie werden ist nicht romantisch. Ja, es sei denn, man hat einen Bauernhof und beide haben richtig viel Kohle und beide müssen nicht arbeiten und man kann es sich so rückzugsmäßig, elternzeitmäßig richtig geil gönnen. Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass das was Tolles wäre. 1, 2, 3, 4. Vater werden ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. Frauen äußern sich mehr zu diesen Geschichten, zu diesen Lebenslinien, zu dem, was sie in sich tragen von ihren Müttern und Großmüttern. Und Väter, von Vätern hört man das seltener. Also wir nehmen uns da viel mehr Raum. Also zur Emanzipation gehört auch die andere Seite zu hören. Oder zum Feminismus gehört auch die andere Seite zu hören. Rufst du an? Weißt, Mama macht sich Sorgen. Ja, mach keinen Scheiß. Ja? Alles gut. Okay. Ciao. Wir merken so, welcher einseitiger Blick so auf Väter ist. Relativ in so einer Schablone gefasst. Man ist so mit unglaublichen Klischees behaftet. Irgendwie, ja, da hat große abwesende Vater, der mal arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt und so. Wir haben schon so ein bisschen geungt, so ganz böse Bildungsbürgertum Münster, ne, dass wir danach da stehen und dann kommen die, ja, das hat mich jetzt besonders angesprochen oder betroffen gemacht und von wem ist jetzt die Geschichte? Ich bin total dankbar dafür, dass ich die ganzen Storys durch dieses Stück von den Kollegen auch erfahren habe. Wir haben uns natürlich am Anfang nicht geoutet, aber so peu à peu in der Arbeit sagt dann einer, ja, das ist von mir oder ist das von dir? Ich will es jetzt nicht so plakativ sagen, man wird verletzlicher, aber es ist schon, es ist schon eine Aufforderung, behutsamer mit dem Kollegen umzugehen. Eine gute Stunde und 40 Minuten geht das collagenartige Stück und zu sehen ist es noch bis zum 16. Oktober im kleinen Bühnenboden in Münster.